Sabrina ist für mich eine unglaublich offene Person, eine ehrliche Seele, eine treue Seele. Und wirklich, mit ihr kann man halt unfassbar Spaß haben. Die Frau, die will ich nicht nur als Freundin, die will ich auch tatsächlich als meine Ehefrau haben. Und mit der will ich halt eine Familie gründen. Und deswegen habe ich mich dann dazu bewegt, sie zu fragen, ob sie auch meine Frau werden will. Wir waren auf derselben Schule und gesehen haben wir uns da mal in der Pause, da war so eine Parallelklasse und es war halt, Blickkontakt war da, aber dann ging halt nur nichts und das kam dann erst alles ein bisschen später. Wir hatten vor circa 10 Jahren das erste Mal was miteinander zu tun, man ist halt in Kontakt gekommen durch die Schule. Dann hat sich das aber verlaufen, wo die Schule dann zu Ende war. Und eben vor 6 Jahren kam es wieder durch Zufall vom Schreiben. Hat er geschrieben, wie geht's? Hayrettin war irgendwie immer ein bisschen anders, von seiner Art her, von seinem Humor. Und durch das eigentlich für mich sehr interessant. Also, wenn ich es gesehen habe, dann dachte ich, die hat irgendwas. Und das hat sich dann irgendwie nach den 4 Jahren, wo man sich dann so lange verloren hat, irgendwie nicht verändert. Und dann wollte ich sie ja wieder näher kennenlernen und dann hat man sich halt mal getroffen. Ihre sympathische Art, ihre Wärme, das kam alles rüber. Das hat irgendwie gepasst zwischen uns. Bei Hayrettin fühle ich mich aufgehoben, ich fühle mich sicher und geborgen einfach. Er versucht immer, mich aufzubauen und mich auch zum Lachen zu bringen. Und ich weiß auch, egal was ist, er steht immer hinter mir. Er ist für mich da und unterstützt mich auch.
here.